Herr Zielinski, vor mir liegt der Entwurf einer Kartografie zur Archäologie der Medien aus Ihrem Buch entnommen. An Archäologie der Medien. Hier steht tatsächlich Archäologie noch. Mhm. Wo ist der Unterschied zwischen Anarchäologie und Archäologie? Darf ich ausführlicher antworten oder ganz kurz? Oder Sie ganz können knapp? Ausführlicher antworten, weil das ist ja wahrscheinlich auch eine komplexe Der Begriff der Archäologie in dem Zusammenhang ist natürlich den großen Arbeiten von Michel Foucault entlehnt, seiner Archäologie des Wissens, seinen verschiedenen Archäologien des Machtdenkens oder der Machtkonstellation, vor allem in der Geistesgeschichte. Ich war immer ein bisschen unzufrieden, so dankbar ich diesem wahnsinnigen Entwurf von Foucault war, war ich immer ein bisschen unzufrieden mit einer doch relativ linearen Konstruktion von Geschichte, die in seinen Archäologien drinsteckt. Linear insofern, als es bei ihm immer um eine, sagen wir, Verdichtung und Zunahme von Macht geht in der Geschichte. Das ist durchaus eben so etwas wie ein linearer Prozess. Macht feilt sich immer mehr aus, wird immer subtiler, immer, immer, das ist das entscheidende Wort, also es ist sozusagen ein linearer Prozess, etwas verkürzt ausgedrückt. Darin steckt etwas, was ich für sehr problematisch halte. Die Archäologie beansprucht eben so etwas wie eine Führerschaft. Sie weiß, wo es lang geht. Und das geht interessanterweise mit dem Etymologischen, mit der Bedeutung von Archäologie zusammen, weil in Archäologie ganz wesentlich das griechische Archos als Wortstamm drinsteckt und Archos heißt eben so etwas wie Führer, Regierung, Regent. Und das Archäen im Griechischen ist leiten, führen. Man weiß, wo es lang geht. Und dagegen habe ich mich eigentlich immer gewehrt. Meine Art von archäologischem Denken möchte keine Führerschaft übernehmen und möchte gerne, dass das Pferd, auf dem man reitet, auch sozusagen mal einfach in andere Richtungen gehen kann und losrennen kann. Und deshalb gefällt mir eigentlich dieses Nomen Agentis mit dem A-N an Archäologie sehr gut. Das ist im Grunde genommen eine Verneinung der Führerschaft oder des Anspruches auf Führerschaft. Darin schwingt natürlich auch dann die Anarchie mit, was für mich nichts Schlechtes ist, wenn man es in Dialektik von Systemen denkt, innerhalb derer man sich bewegt, mit denen man sich aber auch auseinandersetzen muss und die man immer wieder auch transgredieren muss, überschreiten muss und in andere Richtungen sich bewegen kann. Also kurz gesagt könnte man auch sagen, das Anarchäologische gibt uns mehr Freiheit, was das Suchen in der Geschichte anbelangt und was die Bewegungen durch die Geschichte hindurch anbelangt. Würden Sie das auch als utopisches Projekt bezeichnen, die Anarchäologie als Medienarchäologie? Ansatz? Unbedingt. Das ist etwas, was ich wirklich mit den klassischen Archäologen, wenn Sie so wollen, teile. Das klassische archäologische Denken war immer auch ein utopisches Denken. Man hoffte, in der Vergangenheit Konstellationen zu finden, die in der Gegenwart so nicht mehr aufzufinden sind. Und dahinter steckt natürlich eben auch die Hoffnung, dass das, was man da findet, in banal ausgedrückt besser ist als das, was die Gegenwart ausmacht. Und meine archäologische Forschung im Bereich der Medien ist wesentlich dadurch motiviert, dass ich hoffe, durch diese Bewegungen, durch die tiefen Schichten der Geschichte hindurch, andere Wege und Möglichkeiten für das Gegenwärtige und auch natürlich für das, was wir Zukunft nennen, und was ja eigentlich unverschämt ist und was wir gar nicht fassen können, zu finden. Also es hat sehr viel mit diesem Hoffnungsmoment, mit diesem utopischen Moment zu tun. An der Stelle bin ich wirklich hoffnungsloser Humanist. Woher nehmen Sie persönlich die Motivation, diese tiefen Strukturen als Medienhistoriker zu durchwandern? Woher kommt das? Das ist eine sehr lange, Geschichte. Das hat sicher damit zu tun, dass ich sehr früh, also wenn ich darf, ein klein wenig autobiografisch zu sprechen, das hat sicher damit zu tun, dass ich mich sehr früh begonnen habe, mit dem, was wir heute neue Medientechnologien nennen, auseinanderzusetzen, zu beschäftigen. Das begann für mich spätestens Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, als ich in Berlin
an einem Institut studieren durfte, beziehungsweise ich habe mir das ausgesucht, das damals, man muss sich das überlegen, hieß Institut für Sprache im technischen Zeitalter. Das wurde 1964 gegründet von einem Poeten an einer technischen Universität in Berlin, mitten innerhalb von 22 Fakultäten von Ingenieuren, von Hardcore-Naturwissenschaftlern. Und da hatten so ein paar Poeten die Freiheit gehabt, mit Maschinen umzugehen. Und das war für mich fantastisch, da wollte ich unbedingt hin und da habe ich auch studiert und habe eigentlich fast alles, was ich weiß, dort gelernt, mehr oder weniger. Und habe mich dann sehr früh eben auch mit damals ganz neuen Medien wie dem Video, auch den Möglichkeiten mit Hilfe von Video zum Beispiel soziale Bewegungen mit zu organisieren, befasst. Wir haben uns mit der Arbeiterradiobewegung der 20er Jahre sehr viel befasst und haben dann natürlich eben auch mit der freien Radiobewegung, die aus Italien nach Deutschland kam, uns sehr intensiv befasst. Um die ganze Geschichte abzukürzen, aus dieser sehr frühen Beschäftigung mit neuen Medien, ich habe dann meine Doktorarbeit über die Geschichte des Videorekorders gemacht, 1984, zu einem Zeitpunkt, wo die meisten Professoren noch gar nicht wussten, was ein Videorekorder ist, war das eine philosophische Dissertation über dieses komische Artefakt. Ja. Lassen Sie mich nur kurz den Gedanken zu Ende bringen. Das Entscheidende war, wenn Sie so früh mit solchen Dingen anfangen, bekommen Sie von der Gesellschaft und von den akademischen Institutionen, husten Sie ruhig zu Ende, kein Problem, bekommen Sie eine Funktion zugewiesen, die mir eher einen Schauder über den Rücken jagte, nämlich Sie werden zuständig für die Zukunft. Das hat mich in eine gewisse Panik gebracht. Und aus dieser Zuständigkeit für die Zukunft habe ich dann eine Leidenschaft für die Vergangenheit entwickelt, um aus der Vergangenheit heraus eben wiederum eine andere Kompetenz für die Zukunft entwickeln zu können. Das ist die eine Seite, der Gedankengang noch kurz zu Ende gebracht. Die andere Seite ist, dass mir im Verlauf der 80er Jahre spätestens immer klarer wurde, dass die Kommunikationstechnologien, die Medientechnologien weltweit einer Art von Engführung folgen. Eine Engführung im Sinne der technologischen Kompatibilität des weltweiten Marktes, einer Standardisierung, einer Universalisierung von Technologien. Und darin habe ich mit vielen anderen kritischen Kollegen damals natürlich eben auch eine große Gefahr gesehen und habe mich dann mehr und mehr gefragt, gab es nicht historische Konstellationen, wo Kommunikationstechnologien auch schon existierten, wo aber eine viel größere Bandbreite von Aktionsmöglichkeiten, von Handlungsmöglichkeiten da war und warum ist es überhaupt zu dieser Universalisierung und zu dieser Engführung gekommen? Und das hat mich dann immer tiefer in die Geschichte hineingetrieben und hat mich weit über das 19. Jahrhundert hinausgetrieben und mit diesen ständigen Aha-Erlebnissen, mein Gott, auch das war ja noch nicht der Anfang. Wir können ja auch noch weiter zurückgehen und können noch weiter zurückgehen und immer wieder sehen wir, dass es da schon spannende Konstellationen zwischen Maschinen, Apparaten, die für Kommunikationszwecke entwickelt worden sind und Kunst und Politik und Öffentlichkeit gegeben hat. Also die Analyse des Status quo, könnte man sagen, diese lineare Fortschrittsgläubigkeit hat letztendlich dazu geführt, zurück in die tiefen Zeit der Vergangenheit zu schreiten. Ja, im Grunde genommen den gesellschaftlichen Fortschritt, so wie er von uns heute definiert wird und wie er in den 90er Jahren definiert wurde, in Frage zu stellen und zu sagen, halt mal. Sind wir wirklich sozusagen an der Spitze dessen, was möglich war? Oder sind wir nicht sogar eher vielleicht regressiv, weil wir verschiedene Optionen und Möglichkeiten verpasst haben oder nicht gesehen haben oder aufgrund der Gewalt des historischen Zusammenhangs die Dinge in bestimmte Richtungen gedrängt wurden. Also diese Infragestellung dessen, dass wir jeweils die Avantgarde sind und an der Spitze des Fortschritts uns befinden, das war eine ganz, ganz wichtige Dimension. Und ich habe dann angefangen, mich in anderen Gebieten umzugucken, völlig jenseits der Medien, um herauszufinden, gibt es da nicht vielleicht gedankliche Hilfestellungen, weltanschauliche Hilfestellungen, die mich unterstützen können bei diesen Bewegungen. Und bin dann zu einem recht intensiven Studium der Paläontologie gekommen, habe mich sehr intensiv mit
Geologen, Biologen und Paläontologen, wie zum Beispiel Stephen Jay Gould, beschäftigt, aber auch anderen. Worum geht es in diesen Ansätzen? Das sind vor allem Untersuchungen zur Geschichte unserer Erde im weitesten Sinne, die eine ähnliche Unruhe umtreibt, wie sie mich damals umtrieben hat. Die nämlich sich gestatten, in Frage zu stellen, dass die Erde, so wie sie heute aussieht, die optimale Version ist. Und die sich schlicht fragen, hat es nicht ein paar Jahrhunderte, ein paar Jahrtausende oder ein paar Zehntausende Jahre zurück Konstellationen gegeben, die vielleicht viel spannender waren und die unter einem spezifischen Gesichtspunkt fortschrittlicher waren als die, in denen wir heute leben. Das verlangt, diese Fragestellung verlangt andere Kriterien für die Frage, was ist Fortschritt, für die Beantwortung der Frage, was ist Fortschritt. Stephen Jay Gould, der genannte Paläontologe, hat ein Kriterium für Exzellenz entwickelt, das mich völlig fasziniert hat und bis heute fasziniert. Und dieses Kriterium heißt Variantenreichtum, Vielfalt. Ein völlig anderes Kriterium als zum Beispiel Geschwindigkeit. Was ist das Schnellste? Was ist das Effektivste im Sinne von Geschwindigkeit? Was ist das ökonomisch Effektivste und so weiter und so fort? Variantenreichtum, die Frage nach der Mannigfaltigkeit. Welches ist die höchstmögliche Stufe von Vielfalt, von Mannigfaltigkeit? Das ist das, was ihn als Paläontologe geritten hat. Und das ist die Frage, die mich in die Tiefengeschichte der Medien hineintreibt. Wo gab es Konstellationen historisch und wie sahen die aus, wo wir ganz mannigfaltige Verhältnisse vorliegen haben für das Verhältnis von Maschinen, Apparaten und, sagen wir im weiteren Sinne, geistigen Prozessen inklusive der Kunst. Und wenn wir uns eine solche Frage stellen, ist es dann in der Tat sehr erstaunlich, dass es zahlreiche historische Konstellationen gibt, die sehr viel variantenreicher sind, als uns die Gegenwart gegenwärtig entgegenkommt. Ich empfinde gegenüber evolutionistischen Modellen häufig ein gewisses Unbehagen, wenn ich das mal so sagen darf, weil ich den Eindruck habe, dass die Evolutionsgeschichte häufig nur recht eindimensional betrachtet wird und diese Modelle auch nicht weiter hinterfragt werden. Sie sprachen ja von Vielfalt. Das würde dieser Lektüreweise ja widersprechen. Also könnte man sich auch eine heterogene Form von Evolution durchaus vorstellen vielleicht? Ja, unbedingt. Das liegt unter anderem auch daran, dass wir zu wenig auch in der Kommunikation, in der Informatik über die verschiedenen sehr interessanten Evolutionsmodelle wissen. Das dominante Modell der Evolution ist eben das des linearen Fortschritts, was sehr schwach ist. Es gibt aber sehr interessante Evolutionstheorien, die zum Beispiel von eher sprunghaften Entwicklungen ausgehen, die davon ausgehen, dass es immer wieder punktuelle Zusammenballungen von Entwicklungen gibt, die dann zu Explosionen führen können und dann auf einer anderen Ebene, Sie sehen schon diese Bewegung, sich dynamisch entwickeln können. Das sind völlig unterschiedliche und gegensätzliche Modelle zu diesem herrschenden Verständnis von Evolution. Die Chaostheorie hat dieses schöne Modell des Strange Attractors, des fremden Attraktoren entwickelt, was so eine dreidimensionale oder vieldimensionale, muss man sagen, multidimensionale Form von dynamischen Spiralen beinhaltet. Ganz andere Modelle. Es ist schade, dass wir eben nur immer an dem einen festhalten. Wie erklären Sie sich das denn, dass viele Wissenschaftler da nicht weitergehen und, sagen wir mal, mehr in einem heterogenen Bereich vordringen? Das andere ist schlichtweg komplizierter und das ist auch einem sagen wir eben Fortschrittsgedanken, der der Effektivität dienen soll und der Verbesserung von Effektivität dienen soll, eben nicht so förderlich ist. Das heißt, derartige Forschungen werden dann im wahrsten Sinne des Wortes auch nicht so gefördert. Sie sehen es, gestatten Sie diesen brutalen Sprung, Sie sehen es immer noch an den aktuellen politischen Problemen, auch die wir haben. Das, was anders ist, das, was fremd ist, das, was nicht so ohne weiteres hineinpasst in diese Modelle des dynamischen, nach vorne gerichteten Fortschritts, das soll halt in irgendeiner Form eliminiert werden oder es wird an den Rand gedrängt und hat dann eben kaum eine Möglichkeit, sich wirklich zu artikulieren. Und das erfahren wir dann eben in den Medien, in den Kommunikationsverhältnissen genau.
genauso wie eben in anderen Bereichen der Politik. In Ihrer Anarchäologie bestreiten Sie aber einen völlig anderen Weg, scheint mir. Sie versuchen Orte der Peripherie, der Randzonen in einer gewissen netzartigen Struktur miteinander zu verbinden oder zu denken. Ja. Und zwar in einer ziemlich radikalen Art und Weise. Ich denke einmal, dass man ein völlig anderes Gefühl für Richtungen bekommen muss in der tiefenzeitlichen Perspektive, in dem tiefenzeitlichen Blick auf Medien. Das bedeutet, wir müssen uns viel stärker aus meiner Sicht mit dem Fernen Osten beschäftigen, als wir das bisher getan haben. Wenn wir auf Europa schauen, müssen wir den Blick viel stärker nach Süden wenden, als wir es bisher gemacht haben. Es scheint nur so, dass die modernen Medien in den sogenannten industriellen Metropolen entwickelt worden sind. Also in Paris, in London oder außerhalb Europas in New York. Das kann man historisch belegen? Das kann man historisch belegen. In den großen Metropolen des Westens, der Industrieländer, sind sie Produkt geworden, sind sie industrielle Prozesse geworden. Wenn man sie tiefenzeitlich weiterverfolgt, kommt man dann eben interessanterweise an Orte wie Messina in Sizilien oder Napoli, Neapel, was ich für den absoluten Hotspot vor dem Beginn der Moderne halte. 16. Jahrhundert, frühes 17. Jahrhundert, der spannendste Ort in ganz Europa, einer der problematischsten auch, eine ungeheure Zusammenballung von Menschen an diesem Ort, sehr eng zusammenlebend. Extreme hygienische Probleme, politisch extrem schwierig, von zwei Seiten unter Druck, spanische Herrschaft, der Vatikan mit seinem riesen patriarchalischen, katholischen Zensursystem und dann dieser Indianerstamm der Neapolitaner, wie der Pasolini immer so schön gesagt hat, die versuchen ihren ganz eigenen Weg auch eben in Richtung von Medien, von Kommunikation zu finden, sehr subversiv, sehr heterogen. Wir müssen ganz andere Orientierungen entwickeln. Das ist der entscheidende Punkt. Je tiefer wir in die Geschichte eindringen und diese Vergangenheit kommt jetzt gegenwärtig zu uns zurück, je tiefer wir eindringen, umso weiter müssen wir in den fernen Osten gehen. Dort, wo sozusagen die Sonne aufgeht, das kann ich noch erläutern, wenn Sie das wollen, das meine ich nämlich sehr ernst, und werden dann plötzlich mit Ländern wie mit China konfrontiert, die jetzt gegenwärtig wieder ökonomisch so en vogue wurden, nach einer langen Periode eben, die wir politisch ja gut einordnen können, wo das sehr schwierig war mit China. Aber dort sind so spannende Entwicklungen angestoßen worden vor 2.500, vor 3.000 Jahren, von denen wir so gut wie gar nichts wissen. Und das ist hochinteressant, dass wir jetzt plötzlich voller Erstaunen vor diesem wahnsinnigen Kontinent China stehen und sagen, wie kann das möglich sein? Wie können die so stark sein? Irgendwas stimmt doch da nicht. Eine solche Frage kann man sich nur stellen, wenn man eben kein Gefühl für diese Tiefenzeit hat und wenn man kein Gefühl dafür hat, dass die dort drüben im fernen Osten schon Dinge entwickelt haben vor Jahrtausenden, an denen wir heute gerade mal so beginnen zu arbeiten. Einer der spannenden Theoretiker und Poeten, auf die wir ja immer wieder Bezug nehmen, wenn wir uns mit Medien, mit subversiven Medien, mit anderen Ausdrucksformen von Medien beschäftigen, ist Bertolt Brecht. In dem, wenn ich das so sagen darf, in dem chinesischen Vorwort zu meiner Archäologie der Medien habe ich diese wunderbare Geschichte zitiert von Bertolt Brecht, die Sie möglicherweise kennen. Am Anfang der Radiotheorie, also der Bibel für alle alternativen Medien und Guerilla-Medien, erzählt Brecht folgende kurze Geschichte. Ein alter Chinese trifft einen Mann aus dem Westen. Der Mann aus dem Westen schwärmt dem Chinesen vor: Meine Güte, was wir hier alles haben im Westen. Wir haben Autos, wir haben Telefone und wir haben das Radio. Und dann sagt der Chinese ganz höflich: Mein Herr, darf ich Sie darauf aufmerksam machen, das haben wir bereits vergessen. Und das ist vielleicht das, worum es im Kern geht bei diesem Plädoyer, andere Orientierungen in die Tiefenzeit der kulturellen, zivilisatorischen und auch medientechnischen Entwicklungen hinein. Wenn ich jetzt mal die Tiefenbasis dieses Modells oder dieser Methode, wenn es denn eine Methode sein soll, betrachte,
dann habe ich es einerseits, so habe ich den Eindruck, mit eher subjektzentrierten Formationen zu tun. Die kommen ja auch noch von der Frankfurter Schule bis hin runter zu Benjamin natürlich, der im Exil war, Adorno auch eine Zeit. Auf der anderen Seite, wenn ich aber die kommunikative Situation betrachte, geht es mehr im Bereich der Ontologien. Es geht also mehr in einen systemischen Ansatz. Wie bringt man diese beiden Strömungen zusammen, dass man einmal von der, sage ich mal, Emanzipation auf der Subjektebene redet? Das ist vielleicht auch eher ein politischer Ansatz. Auf der anderen Seite aber die generalistischen Strömungen und Bewegungen, wo das einzelne Subjekt zwar eine Rolle spielt, aber man mit diesem Subjektbegriff nicht mehr so arbeiten kann unter Umständen. Die systemischen Gesichtspunkte spielen zumindest in der jetzigen Bewegung meiner Forschung und der Lehre, die da auch für mich zusammenhängt damit, eine relativ geringe Rolle. Ich versuche sie, ich weiß, dass das schwierig ist, aber ich versuche sie weitestgehend zu ignorieren. Ich spitze die andere Seite dessen, was Sie mit subjektzentriert nennen, sogar zu und spreche im Hinblick auf meine Anarchäologie von einer Heldensaga, wenn ich darüber spreche. Ich versuche ganz bewusst und mit in dem Bewusstsein auch der Provokationen, die damit verbunden sind, so etwas wie eine Heldensaga zu entwickeln, weil ich davon ausgehe, dass es für jetzige und künftige Generationen unglaublich wichtig ist, solche Orientierungen zu haben. In dieser Hinsicht, da haben Sie vollkommen recht, ich sagte es auch vorhin schon, bin ich, wenn Sie so wollen, ganz traditioneller Humanist, der davon ausgeht, dass das Projekt des Humanismus nicht deshalb gescheitert ist, weil wir zu wenig davon hatten, weil der Humanismus immer noch nicht weit genug entwickelt ist. Also Subjektzentrierung sogar überspitzt genommen, weil ich glaube, dass wir mit dem systemischen Denken zu viel weggeschüttet haben, also das berühmte Kind mit dem Bade ausgeschüttet haben und Menschen, ich habe ja sehr viel eben mit jungen Künstlern vor allem auch zu tun, Leuten, die eben wirklich auch sehr praktisch mit den Medien arbeiten, etwas sehr Wichtiges verloren gegangen ist, nämlich Orientierungen, auch durchaus emotionale Orientierungen, nehmen Sie das große Wort, Vorbilder, aber Vorbilder muss ja nicht unbedingt bedeuten, dass ich mich wie in Form von Meister- und Sklaveverhältnis denen unterwerfe, sondern dass ich sie als etwas benutze, an dem ich mich abarbeite, an dem ich mich reiben kann, was für meine eigene Biografie immer wichtig war, eben auch solche Figuren zu treffen in der Geschichte und in der Gegenwart. Und daran versuche ich zu arbeiten. Wir haben Mediengeschichte so bisher nicht zu denken versucht. Wenn da Helden auftauchten, dann bestenfalls als große Ingenieure oder Erfinder von irgendetwas wie Paul Nipkow im Dritten Reich als Erfinder des Fernsehens oder so etwas. Aber wir haben diese Geschichte der Helden nicht, die für etwas anderes einstehen in der Geschichte der Medien, nämlich eben für diesen Ansatz der Vielfalt, der Heterogenität, des Aufruhrs, des Subversiven. Und daran versuche ich zu arbeiten. Deshalb erstmal für eine geraume Zeit wirklich Subjektzentrierung. Ich benutze dabei nur sozusagen in Zitierung Ihr Wort. Ich benutze den Begriff nicht, sondern spreche dann wirklich in einer poetischen Radikalisierung eben von Helden, von Heroen und Heroinnen. Es ist vielleicht die Renaissance des Subjektes, die wir gerade erleben, wie Sie das vielleicht, wenn man das betrachtet, in den 60er und 70er Jahren, diese Ansätze in der französischen experimentellen Philosophieschule, etwa à la Foucault, aber auch Guattari, Deleuze, man könnte noch weitere nennen, das Subjekt gewissermaßen nicht auszuradieren, aber es erstmal aus dem Diskurs rauszunehmen, ja, bis zu der Zuspitzung, Foucaults berühmter Satz, der Tod des Subjektes, ja. Damit meinte er, dass das Objekt ja etwa in den Humanismus im 16. Jahrhundert erstmal eingeführt worden ist. Das heißt, die Vorstellung, was der Mensch sei, aus dieser humanistischen Strömung in mancherlei Hinsicht auch zentralistisch betrachtet worden ist. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich eine neue Subjektphilosophie, weil eben nach 20 Jahren ohne Subjekt theoretisch die Frage sich stellt, wie man diese beiden Positionen vielleicht verbinden könnte. Ja, ich glaube, oder ich gehe davon aus, dass so kluge Leute wie Michel Foucault und einige seiner Adepten natürlich nicht so bescheuert waren, zu denken, dass dieses Subjekt
tot ist im Sinne von nicht mehr da. Es ist ein anderes, es ist eine andere Qualität. Und darauf wollten Sie mit aller Radikalität aufmerksam machen. Und das ist ja auch das Tolle an Ihren Arbeiten. Woran Sie arbeiteten und was Sie deutlich zu machen versuchten, war, dass dieses geschlossene, das homogene Subjekt nicht mehr existiert und nicht mehr sein kann nach dem Faschismus, nach dem Bau der Atombombe und so weiter. Wir haben es heute dank Foucault und Genossen und Genossinnen, die in seinem Fahrwasser gedacht haben, zu tun mit einer zersplitterten Identität, mit aufgelösten Erscheinungen von Subjekten, aber gleichwohl natürlich immer wieder mit dem mit der Suche und auch eben gelegentlich mit dem Finden von dem, was da eben an Leerstelle geschaffen worden ist. Es ist ein ähnliches Problem, wie es, und das beides geht ja im Moment sehr stark zusammen, wie wir es mit dem Tod Gottes und dem Ende des Gottesbegriffs hatten, seitdem Nietzsche Gott für tot erklärt hat, versucht, das, was da noch an Philosophie übrig geblieben ist, diese Leerstelle in irgendeiner Form auszufüllen. Kreist um sie herum, versucht sie auszufüllen. Es ist eine Leerstelle geschaffen worden, in die im Moment, das ist mein Gefühl, unglaublich viel hineinfließen kann, weil da auch wirklich ein Loch, auch ein riesengroßes emotionales Loch entstanden ist, das nach Füllung trachtet. Und so ähnlich ist das mit dem Subjekt auch. Wissen Sie, auch da vielleicht ein kleiner autobiografischer Schlenker. Als ich anfing zu studieren, das war 69, 70, sind wir natürlich sehr intensiv mit der politischen Ökonomie von Marx konfrontiert worden, haben unsere Kapitalschulungen gemacht, haben den Marxismus, den historischen und dialektischen Materialismus sozusagen wie die Muttermilch aufgesaugt, aber immer wieder auch festgestellt, dass es da ein großes Problem gibt. An der Stelle, wo es um unsere Identitäten, um unsere persönlichen Identitäten, um unseren ganz speziellen Subjektcharakter geht, da hat uns der Marxismus zu wenig Antworten gegeben. Und diese Defizite, die da entstanden sind, die haben ja dann, wie wir wissen, eben ganz seltsame Folgen gehabt. Eine Richtung kann man meinetwegen als Rote Armee-Fraktion charakterisieren, eine andere ist dann völlig in die Rechte abgedriftet, andere sind sozusagen in die etablierten Gesellschaften abgedriftet. Aber es ist immer schlecht, diesen, sagen wir, subjektiven Faktor einfach herauszukatapultieren und zu ignorieren. Das ist dumm. Und das wollte auch eben so ein großer Denker wie Michel Foucault nicht. Wir haben ja davon gesprochen, einmal das Subjekt in den Vordergrund zu stellen oder diese Position zuzuspitzen, so wie Sie das machen. Auf der anderen Seite könnte man sagen, dass solche Philosophen oder Historiker wie Foucault die andere Position zugespitzt haben. Sie meinten natürlich nicht, dass das Subjekt tot sei. Sie meinten nur, dass nach der ganzen Entwicklung, die vorhergelaufen ist, vor allem auch die Entwicklung in den 60er Jahren selbst, und da ist für mich auch, sagen wir mal, der aktuelle Bezug damals gewesen, in einer Dimension zu denken, wo das Subjekt erstmal nicht in dem Vordergrund steht. So ist dann später auch vom Antihumanismus und so weiter gesprochen worden. Das wäre jetzt eine andere Frage, das zu diskutieren. Die Frage stellt sich nur für mich, wenn man jetzt Foucault als Beispiel nimmt, ist es nicht so, dass er auch in seinen Schriften den Archivbegriff, den traditionellen, in den Vordergrund rückt und dann geht er letztendlich von einer reinen Textproduktion aus. Das heißt, die Sinnebene von Texten bildet eigentlich die große Basis seiner Archäologie. Nun ist es aber so, wenn man das mit der Kunst etwa in den 60er Jahren vergleicht, dass man sich durchaus auch netzartige Strukturen denken kann, die sich eben nicht mehr in diesem Textgefilde bewegen, sondern den Text als experimentelle Basis nutzen beispielsweise, aber sozusagen Musik und Film hinzutritt. Das wäre für mich eine andere Form der Archäologie. Richtig. Man muss vielleicht auch dazu sagen, dass für Michel Foucault Archäologie immer wesentlich stärker eine Metapher war, eine
wirklich ein methodisches Instrument war, als dass er es jetzt wirklich in einem engen Sinne klassisch auch als Arbeitsmethode verstanden hätte. Die Archäologie, die ja eigentlich als Begriff eben auch sehr stark auf die Materialität dessen verweist, mit dem man es da zu tun hat, wenn man die Dinge auseinandernimmt, durchgräbt, die Schichten durchstößt und so weiter. Das hat ihn eigentlich nicht wirklich interessiert. An der Stelle war er wahrscheinlich tatsächlich eben auch Strukturalist, reinsten Wassers. Aber immer mit großen Zweifeln, was man ja dann in seinen Texten, wenn man die wirklich aufmerksam liest, so schön verfolgen kann. Seine Texte haben immer diese inneren Paradoxien, wo man dann eben in Zweifel gerät. Meint er das tatsächlich so? Kommt er selber damit klar und ist nicht in der Art und Weise, wie er sich selbst artikuliert, genau das Gegenteil auch wieder enthalten? Das ist das, was mir eben an seinen Texten so gut gefällt. Aber Sie haben auf etwas sehr Wichtiges hingewiesen. Solche theoretischen Konzepte, wie sie in den 50er Jahren und den 60er Jahren entwickelt worden sind, zum Teil im Übrigen auch aus persönlichen Feindschaften und Konkurrenzkonstellationen heraus, etwa Foucault, Sartre, aber darauf wollen wir jetzt nicht eingehen, die sich ja heftig gefetzt haben, die hatten wirklich eine sehr wichtige historische Bedeutung gehabt. Aus bestimmten Konstellationen heraus, die Künstler zu der damaligen Zeit, die Fluxuskünstler, die prozessorientierten Künstler, Komponisten wie John Cage, frühe Videokünstler wie Namjoon Paik oder Fluxuskünstler wie Namjoon Paik, die Literaten wie Burroughs, die hatten ganz andere Gedanken gehabt. Die waren umtrieben von Ideen, wie sie Marshall McLuhan in die Welt gesetzt hat, mit einem Medium ist der Massage. Das Medium ist die Massage. Er hat eine viel wichtigere Bedeutung, auch die Materialität des Mediums, als nur das, was da steht und was wir eben an Sinngehalt entziffern können aus dem Text heraus. Lasst uns doch mal damit arbeiten und lasst uns diese Dinge auf eine neue Art und Weise verbinden. Das war eine sehr wichtige historische Zuspitzung, die damals betrieben haben, die dann, und das scheint mir jetzt aus heutiger Perspektive wiederum so interessant zu sein, in gewisser Weise nach geraumer Zeit ins Leere gelaufen ist, weil man so viel Verbindungsarbeit geleistet hat, so viel Verknüpfungsarbeit und Vernetzungsarbeit geleistet hat, dass man plötzlich eigentlich gar nicht mal weiß, was wird denn da eigentlich noch miteinander verbunden? Was wird denn da miteinander verquickt, verknüpft? Und das ist genau die Frage, über die wir vorher diskutiert haben, die Sie als Subjektfrage oder die ich vielleicht eher als Frage nach dem Einzelnen, nach der Rolle und nach der Funktion des Einzelnen formulieren würde innerhalb dieser Konstellation. Wir fragen uns plötzlich wieder, was soll da eigentlich verbunden werden? Und diese Frage nach dem Was ist eine Frage, benutzen wir die großen Worte, nach Substanz, nach tiefen Verhältnissen. Sie haben vorhin den Begriff der Ontologie benutzt. Ich scheue mich nicht, zumindest vorübergehend, mit solchen großen Wörtern erst einmal zu arbeiten. Man muss sie wieder neu ins Spiel bringen und dann sehen, was dabei herauskommt. Man sagt ja, dass die Zeit der großen Erzählung passé ist. Dann könnte man ja auch behaupten, dass die Zeit der großen Theorieerzählung à la Niklas Luhmann zum Beispiel auch passé wäre. Ich frage mich, ob es möglich wäre, eine Supertheorie zu bilden, die diese Ströme versucht zu denken. Ist das ad acta gelegt worden? Würden Sie sagen, so ein Projekt lässt sich in keinster Weise verwirklichen, das entspricht nicht mehr dem Zeitgeist? Zumindest für die absehbare Zeit nicht. Ich kann auch nirgendwo Ansätze für ein solches Projekt nach dem Tod von Luhmann entdecken. Und ich finde es auch vollkommen in Ordnung im Moment, dass das so ist, weil ich in der Tat glaube, dass dieses strenge systemische Denken letztendlich einem linearen Fortschrittsgedanken und einem zentristischen Modell von Welt und von Gesellschaft folgt, dass wir über geraume Zeit, denke ich, erst einmal vergessen sollten. Schauen Sie, ich mache einen Gedankensprung, um einfach vielleicht
ein bisschen aus einer völlig anderen Welt heraus zu erklären, wie ich für mich selber versuche, diese ganze Frage mit dem Einzelnen und dem Subjekt und so weiter zu beantworten. Weil die Theorie und weil die Medien und auch die Künste da so viele Leerstellen gelassen haben, können zum Beispiel Reklamefachleute, Agenten, Agenturen in diese Leerstellen unheimlich schön einbrechen. Eine der genialsten Kampagnen in den 90er Jahren war absolut aus meiner Sicht die von Calvin Klein, der eine Reihe von Parfums entwickelte, die alle mit Existenzialismen besetzt waren. Also sozusagen Existenzialismus in Flaschen waren. Die Gestalten, die in den Kampagnen agierten, auf den Fotos, die hätten genauso gut etwas abgewandelt in einem Film von Kasavitis auftauchen können und sie hätten in irgendeinem Stück von Jean-Paul Sartre auftreten können. Abgemagert, Sonnenbrillen, ihre Identität verdeckend, weil die Gesellschaft ohnehin nicht Würde genug hat, um mich überhaupt wahrzunehmen als Einzelnen und so weiter. Und dann diese großen Begriffe, die Flaschen bekommen haben. Be, Contradiction, Sei, Sein, also nur die großen Fragen der Menschheit. Und dann gab es ein Parfum, das mit Kate Moss beworben wurde, die ja damals, also wie wir mittlerweile wissen schon, aber damals auch schon wussten, große Probleme mit ihrem Körper und mit ihrem Geist und mit dem Verhältnis von beiden miteinander hatte und das mit künstlichen Paradiesen versuchte, irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Kate Moss taucht dann auf den Plakaten, schlank, überall in der Stadt verteilt, always my same, always myself, but never the same. Die große Botschaft der 90er Jahre, das multiple Subjekt, immer ich selbst, immer ich, aber nie dieselbe. Always the same, but never myself. Also Sie würden behaupten, dass gewissermaßen die Mode oder die Vertreter, die Repräsentanten der Mode zu Agenten dieser Idee geworden ist, beispielsweise des Existenzialismus. Absolut. Sie haben das übernommen, haben das in Produktform gerinnen lassen, in griffige Botschaften. Und an dieser Geschichte mit der Kate Moss, die sozusagen eine Art von Höhepunkt innerhalb dieser Kampagne dargestellt hat, mit dieser Phrase, jetzt wirklich absolut korrekt, vorher habe ich es nicht ganz korrekt gesagt, always myself, but never the same, always myself, but never the same, habe ich unglaublich viel gelernt, weil ich daraus gelernt habe, dass man möglicherweise die Dinge umkehren kann. Always myself, but never the same, macht wesentlich mehr Sinn, wenn man kritisch nach den Erfahrungen der letzten Jahrzehnte mit dem Begriff des Subjekts umgeht. Denn das bedeutet, dass ich von vornherein davon ausgehe, dass dieses ganze intakte Ich, dieses Myself, eine Fata Morgana ist, nicht existiert, dass ich ständig auf der Suche danach bin, aber dass es etwas gibt, was sozusagen eine Art von Konsistenz hat, eine Art von Beständigkeit hat, das ist dieses always the same, ich bin halt immer dasselbe in einer ganz spezifischen Art und Weise. Und in diesen Umkehrungen bekommt das Ganze plötzlich Sinn. Otto Rössler, der Chaostheoretiker, hat immer wieder vehement dagegen plädiert, und ich glaube, das ist genau das Thema, das Sie auch ansprechen, vehement dagegen plädiert, dass Chaostheorie, die Welt als ein Chaos zu begreifen, in einem tiefen Sinne des Wortes, dazu führen kann, dass man alles als beliebig erklärt, alles als arbiträr erklärt, das berühmte Anything Goes, und hat dagegen einen viel schwierigeren Gedanken und ein viel schwierigeres Konzept gesetzt. Er hat gesagt, die Welt ist konsistent, aber jeden Moment neu. Das ist das Plädoyer des Chaostheoretikers Rössler in dem Falle. Die Welt ist konsistent, aber jeden Moment neu. Und das ist derselbe Denkansatz im Grunde genommen wie die Umkehrung des berühmten Kate Moss oder Calvin Klein Gedankens. Always the same, but never myself. Es gibt eine Konsistenz, die sich aber jederzeit neu in anderen Konstellationen entscheiden muss und auch selber neu handeln muss, um in irgendeiner Form für sich selbst weiterzukommen. Ich würde mal an der Stelle den Bogen spannen zu Brecht,
Radiotheorie, weil mir der Gedanke gerade kommt von einer Produktion, einer Technologie des Selbst, nämlich dann, wenn man diesen experimentellen Charakter von Subjektwerdung betrachtet, man sich selbst in verschiedenen Medien erprobt, sozusagen, um vielleicht einen Teil von sich selbst zu entdecken oder abzustoßen oder wieder zu entdecken. Das würde aber auch bedeuten, dass man überhaupt die Möglichkeit zum Produzieren hat, weil es bei Brecht ja die Vision in den 30er Jahren gibt, dass eben derjenige, der das Radio hört, auch selbst produzieren kann. Das heißt, eine Rollenvertauschung von Produzent und Rezipient. Wie würden Sie das historisch betrachten? Das war natürlich, so wie wir die Radiotheorie von Brecht auch begriffen haben, ein utopischer Gedanke. Und es gibt ja dann diese, sinngemäß dieses wunderschöne Wortspiel und Gedankenspiel in Brechts Radiotheorie an einer Stelle, in der Rede an die Intendanten des Rundfunks, an der er dann sagt, und wenn Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie darüber nachzudenken, warum es utopisch ist, sinngemäß. Und darum ging es ihm ja. Er wollte provozieren, er wollte die Möglichkeit, Produzent sein zu können, ins Spiel bringen, um die Verhältnisse ins Tanzen zu bringen, zum Tanzen zu bringen, wie man vielleicht besser sagen könnte. Er war, wenn Sie so wollen, ein Medienpraktiker, ein Künstler und ein Medientheoretiker, der von der Möglichkeit des Dialogs fasziniert war. In einer ähnlichen Form, wenn Sie das jetzt sozusagen in zeitgenössische Medientheorie übersetzen wollen, wie das Flusser war, Wilhelm Flusser, zutiefst beeinflusst von einem Moralphilosophen und Religionsphilosophen wie Martin Buber, der im Dialog mit dem anderen die Erfüllung von allem gesehen hat. Flusser versuchte das sozusagen zu verlängern in die Gegenwart hinein. Mit Hilfe der Kommunikationstechnologien ist der Dialog von jedem mit jedem möglich. Und von daher das Praktizieren einer Dialogform als verallgemeinerbarer gesellschaftlicher Form. Das war im Grunde genommen das, was eben auch Brecht getrieben hat, aber Brecht war nicht blöde und wusste ganz genau, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse dem entgegenstehen, dass die Verteilung von Eigentumsverhältnissen und so weiter dem entgegenstehen, zumindest eben in den Dekaden, in denen er gelebt und gearbeitet hat. Eine Vision, die technisch noch nicht realisierbar war, würde man davon ausgehen, dass man das Radio vernetzen kann, wie jetzt zum Beispiel im Internet aktuell, dann könnte man ja sagen, ist er der Visionär des Dialoges oder der Vernetzung, der das vertauschende Verhältnis von Rezipient und Produzent impliziert in diese Idee. Ja. Aber die Idee hat sich zu der damaligen Zeit in den 30er Jahren noch nicht umsetzen lassen. Das ist einer der Dimensionen, aber ich würde sagen, dass da noch etwas ganz anderes mitschwingt, wenn wir die Radiotheorie oder das, was da Radiotheorie benannt wird, wirklich eben komplett im Kopf haben. Dann kommt noch ein anderer sehr wichtiger Gedanke, auch wiederum ein provokanter Gedanke bei Brecht hinzu. Brecht hat ja an anderer Stelle gesagt zum Radio, plötzlich hatte jeder die Möglichkeit, allen alles zu sagen. Und wenn man es sich genau überlegte, wusste man nicht mal, was man eigentlich sagen wollte. So ungefähr sinngemäß, ich habe es jetzt nicht wörtlich zitiert. Die ökonomischen Unzulänglichkeiten sind eine Geschichte. Die andere Geschichte, und das ist immer wieder das andere, die andere Seite des Paradoxons, auch in der Brechtschen Radiotheorie und eigentlich aller Theorien des emanzipatorischen Mediengebrauchs, die Frage, kann denn eigentlich jeder ein Autor sein? Macht das Sinn, wenn jeder ein Autor ist? Und macht es immer Sinn, dass jeder alles sagen kann zu allen? Und das sind die Fragen, die beiden Fragen, die eben Brecht mit seinen frühen medientheoretischen Modellen, ich nenne das immer Heuristik, das ist keine Theorie, das ist kein geschlossenes Theoriesystem gewesen oder so etwas, in die Waagschale oder als Provokation in die Welt gesetzt hat und die bis heute eigentlich eben sehr fruchtbar sein können. Die technischen Möglichkeiten, die gesellschaftlichen Möglichkeiten sind mittlerweile in großen Teilen der Welt da, dass sich die Menschen artikulieren können. Die andere Seite, nämlich die Fähigkeit, Autor sein zu können, sind recht unterentwickelt. Und deshalb wird ein solches utopisches Modell, wenn es Realität wird,
immer nur aus meiner Sicht an der Peripherie existieren können, am Rande existieren können, in kleineren Einheiten existieren können, die dann möglicherweise auch wieder miteinander verbunden, verquickt werden können. Also nicht, aber nie als verallgemeinerbares gesellschaftliches Modell. Das hat ja das Fernsehen probiert. Was passiert denn, wenn jeder, der möchte, sich mit seinen ganzen Bedürfnissen artikuliert, um Gottes Willen, ja. Es gab ja, Sie haben das genannt, bei Joan Pike beispielsweise, diesen kritischen Ansatz gegenüber dem Fernsehen, so dass er zum Beispiel ein Experiment gestartet hat, wo er Passanten ins Studio während einer mehrstündigen Live-Sendung geholt hat, die dann die Technik im Studio bedient hat. Das ist alles gefilmt worden. Aber letztendlich, das gilt für Radio genauso zu damaliger Zeit, ist entdeckt worden, dass dieser experimentelle, dieser Netzgedanke, was die beiden Medien, einerseits Radio, andererseits Fernsehen anbelangt, nicht aufgegangen ist. Nachdem über eine längere Dekade experimentiert worden ist. Die spannendsten Experimente bei Pike, das ist wirklich sehr interessant, dass sein Lebenswerk zum Beispiel sich genauer zu betrachten, die spannendsten Experimente, die was mit Vernetzung zu tun haben, zum Beispiel das 1984-Projekt, wo er verschiedene Orte, ich bin mir jetzt nicht mal ganz sicher, es war Tokio, glaube ich, New York, Köln, Paris, vier Orte waren es, glaube ich, zum Orwell-Jahr zusammen, Band und dann in einer mehrstündigen Live-Performance wirklich Künstler aus der ganzen Welt miteinander verkoppelte. Das war so unheimlich stark, weil sie es da genau mit dieser Verbindung einer Autorenproduktion und einer vernetzten Situation zu tun hatten. Sie hatten die besten Künstler da gehabt, Cage war, glaube ich, noch dabei, auf jeden Fall Boyce war dabei, eine ganze Reihe von den Cracks der Performance-Kunst, inklusive Pike selbst natürlich. Und das ist für mich der Clou der Geschichte. Ein Vernetzungsgedanke, der sich verselbstständigt und eine Verknüpfungsidee, die die Verknüpfung zum Nonplusultra alles dessen macht, was existiert, halte ich für einen ziemlichen Unsinn. Und so wurde leider mehr und mehr in einer flachen Form diese ursprünglich schöne Idee, zum Beispiel der interaktiven Medien, mehr und mehr entleert. Ich bin vorhin hier auf dem Weg zu Ihnen mit großer Aufmerksamkeit durch die verschiedenen U-Bahn-Schächte gegangen. Ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Überall hängen jetzt diese Plakate von Mission Impossible 3 mit Cruise herum, mit auf den ersten Blick nicht so leicht erkennbaren, winzigen Glimmlämpchen, würde man sagen, von weitem. Es sind Kontaktstellen, mit denen man sich, wenn man Handybesitzer ist, einloggen kann, sozusagen ins Plakat. Also die Filmplakate sind interaktiv geworden. Sie können sich einloggen ins Plakat und werden dann natürlich wieder, das ist der Fluchtpunkt, benutzt mit der Vorwand eines Wettspiels oder eines Gewinnspiels. Das ist für Sie ein Beispiel für flache Vernetzung. Genau. Also genau, Multimedia-Kirmes, genau, könnte man auch sagen. Genau, so ist es. Und da haben wir, denke ich, sowohl als Theoretiker als auch diejenigen, die jetzt dieses Wechselverhältnis von Kunst und Technologie wirklich ernst nehmen, doch die Aufgabe, da eben Alternativen zu entwickeln. Um vielleicht diesen Gedanken noch, ohne dass Sie jetzt direkt dann... Ja. Unter einem Autor vorstellen. Was ist für Sie ein Autor? Ja. Es ist nur immer auch wiederum im Dialog zu definieren, was oder ich für mich ist es nur im Dialog zu definieren, was ich als Autor betrachte. Ein Autor ist für mich jemand, der etwas auszudrücken in der Lage ist, zu dem ich nicht in der Lage bin. Das kann auf der Ebene von Bildern passieren, das kann auf der Ebene oder mit Musik passieren, das kann natürlich auch mit Text passieren. Der Autor ist jemand, eine Einheit sozusagen, ein anderer, der etwas kann, was ich nicht kann, auf der Ebene von Ausdruck. Und ich gehe davon aus, dass das bei dem anderen mir gegenüber ganz genauso ist, dass er mich dann als eine Art von Autor ernst nimmt, wenn ich etwas auszudrücken vermag, in Sprache, in Bilder, in Musik zu kleiden vermag, was er oder sie nicht auszudrücken vermag. Das heißt, Autor ist für mich keine unabhängige Entität, keine unabhängige autonome Einheit. Also entsteht im Dialog? Entsteht im Dialog. Entsteht im, aber aufgrund einer gewissen Fähigkeit oder Ausdrucksvermögen? Entsteht im Dialog aufgrund von Fähigkeiten,
von Fähigkeiten, die ich dann auch mit einer gewissen Leidenschaft, mit einer Artistik und mit Begabungen auszudrücken vermag, die eben anderen so ohne weiteres nicht in die Wiege gelegt ist. Das hört sich sehr trivial und konservativ an, aber ich stehe dazu und alle Autoren, hundertprozentig, die den Abschied des Autors gepredigt haben, waren Autoren in diesem Sinne. Und das kann man in ihren Texten auch sehr gut lesen. Also quasi Foucault war ein hervorragender Autor, obwohl er den Tod des Autors verkündet hat und so weiter. Ja. Wobei ich mich dann auch gerade gefragt habe, was wäre der Autor als Vielheit? Es gibt ja auch solche Bewegungen wie zum Beispiel das Critical Art Ensemble. Da haben wir es mit verschiedenen Subjekten zu tun, die sich vernetzen aufgrund von heterogenen Ideen. Das läuft bei Ihnen auch unter dem Begriff der Politik der Freundschaft, so habe ich das jedenfalls verstanden. Ja. Wie würden Sie denn eine Vielheit von Autoren oder eine Vielheit, die sich vernetzt, beschreiben? Über konkrete Projekte. Ich würde sie nicht zu definieren versuchen, weil in dem Moment, wo ich dafür einen Sammelbegriff finde, habe ich das Gefühl, dass ich sie damit eben schon töte als heterogenes Pflänzchen, als etwas, was sich in Vielfalt entwickelt. Ich halte diese, ich nenne das immer Kollaboration, vielleicht im Unterschied auch zu dem ursprünglichen Begriff der Kooperation, der in der linken Bewegung nach dem Zweiten Weltkrieg so eine wichtige Bedeutung hatte, auch in der linken Medienbewegung so eine wichtige Bedeutung hatte. Überall gab es Kooperativen, Filmkooperativen, Videokooperativen, Radiokooperativen, Verlagskooperativen und so weiter, die immer verbunden waren mit langlaufenden politischen Projekten, oft auch an Parteien oder an politische Gruppierungen gebunden waren. Das Critical Art Ensemble oder Gruppen wie Nobotic Research, es gibt eine Reihe von anderen, meistens sind es auch kleinere Einheiten, es sind nicht so große Einheiten. Das sind für mich Formen der Zusammenarbeit, die ich als Kollaboration bezeichne. Ein Begriff, der ja sehr anrüchig ist, weil er während der Nazizeit eben eine ganz andere Besetzung hatte, der aber auf etwas Wichtiges aufmerksam macht, nämlich darauf, dass diese Kooperationen, diese Zusammenarbeiten zeitlich beschränkt sind und nicht sozusagen auf Ewigkeit ausgerichtet sind und auch bestimmten Zwecken folgen, bestimmten Zielrichtungen folgen. Man arbeitet zusammen über eine bestimmte Strecke, um bestimmte Dinge zu realisieren und geht dann auch wieder ganz bewusst in andere Konstellationen hinein, so wie das Critical Art Ensemble auch macht zum Beispiel, und arbeitet dann eben an anderen Dingen und wieder mit anderen Personen zusammen. Das halte ich für eine sehr wichtige zeitgenössische Form, um mit den komplexen Medien wirklich umgehen zu können. Weil es gibt nur in den allerseltensten Fällen diese Bündelung von sagen wir, Genialität, dass alles von einer Person ausgehen kann und in einer Person zusammenkommt. Das Ein-Mann-Genie-Unternehmen. So ist das. Das ist, ich kenne eigentlich in der jüngeren Mediengeschichte selbst Typen wie Namjoon Paik, der Vater der Medienkunst, wie er immer wieder genannt wird, im engeren Sinne mit Sicherheit der Vater der Medienkunst, hatte über viele Jahrzehnte viele Kollaborateure gehabt, hervorragende. Paul Garin beispielsweise, einer der ganz großen Aktivisten, dann auch der frühen Netzszene, der NetTime mitgegründet hat und anderes, ohne die er gar nicht hätte diese ganzen Arbeiten machen können. Also Zusammenarbeit, eine gewisse Sozialität steckt in diesem Projekt Kunst mit und durch Medien machen zu wollen drin, und man kann es nur positiv aufgreifen und dann versuchen, eben etwas daraus zu machen. Wie verhält es sich dort mit Hierarchie? Wenn man jetzt zum Beispiel Josef Beuys nimmt, als Papst der Antikunst, könnte man auch böse behaupten, Beuys selbst war vielleicht selbst eine Art von Tyrann, Despot, klar, Führer, das Führerprinzip in der Avantgarde-Kunst. Ja. Also ich frage mich, um nochmal zu präzisieren,
wie die Hierarchieebene, wie die sich einfädelt im Netz. Ne? Das kann man natürlich nicht salopp beantworten, diese Frage. Das demokratische Prinzip sagt, jeder kann seinen Teil, seine Meinung dazu beitragen. Das mehr autoritäre Prinzip würde sagen, es müssen aber trotzdem Entscheidungen getroffen werden. Also ich glaube auch nicht, dass man aus diesen Konflikten herauskommt. Für mich selber versuche ich es immer so zu erklären, dass es im Grunde genommen um die Verknüpfung von zwei Bewegungen geht, qualitativer Art. Wir haben von Deleuze und von Guattari das Tanzen auf den Plateaus gelernt. Wunderschön, Mille Plateaux, für mich eines der schönsten Bücher, die in den letzten vier Jahrzehnten geschrieben worden sind. Wir haben das Tanzen auf den Plateaus gelernt. Wir haben gelernt, was Philosophie als Tanzen bedeuten kann, was Denken als Tanzen in dieser Horizontalität bedeuten kann. Aber ich denke, dass das nur Sinn macht, wenn es nicht fatal enden soll, wenn wir auch diese Bewegung, die vertikale Bewegung, damit zu verknüpfen versuchen. Die vertikale Bewegung, die für mich zum Beispiel die poetische Bewegung ist, die künstlerische Bewegung ist oder das, was ich eben versuche zu machen, die tiefenzeitliche Bewegung in die Geschichte hinein ist. Nur in der Verbindung von beidem macht das Ganze Sinn. Das Gefährliche an der Verkoppelung dieser beiden Bewegungen ist, dass da eine Kreuzbewegung entsteht. Und wir dürfen das nicht sozusagen als eine Form des Leidens begreifen, aber das, dafür haben wir doch zu Beginn des dritten Jahrtausends alle Möglichkeiten, um aus sozusagen dieser Kreuzform, aus der Leidensform herauszukommen und das Ganze eben als eine widersprüchliche Bewegung, als eine Spannung zu begreifen, innerhalb derer es sich wirklich sehr, sehr gut leben lässt. Aber das große Problem ist, man darf nicht in einer dieser Bewegungen verharren. Nur auf den Plateaus zu tanzen, hat fatale Folgen, die man tagtäglich eben auch beobachten kann, auch in der Medienszene. Herr Zielinski, darf ich Ihnen abschließend noch eine Frage zur Politik stellen, auch auf das bezogen, was Sie gerade gesagt haben. Es gibt bei der Globalität oder bei globalisierenden Bewegungen. Natürlich auf der anderen Seite, wenn man die ökonomische Seite betrachtet, zum Beispiel die Bewegung des Hardcore-Kapitalismus, das Verschwinden des Subjektes, das wird da auch immer wieder beklagt. Auf der anderen Seite der Zusammenschluss von vielen heterogenen Gruppen, die dem entgegenwirken. Wie würden Sie diesen beiden Strömen politisch beurteilen? Was wäre da die Idee einer Politik? Es sind immer diese heterogenen Ströme, die... Jetzt versuchen Sie mich zu etwas zu verführen, wo ich nur Widerstand zeigen kann, nämlich so etwas wie eine Zukunftsperspektive abzugeben, die dann noch systematischen Charakter haben soll. Das werde ich nicht tun. Wie sieht das lokal meine Hoffnung, aus hier in Köln meine Hoffnung, Beispiel, meine Hoffnung, in der KM beispielsweise? Meine Hoffnung ist, dass es viele, viele Menschen gibt, die nicht unbedingt ins Zentrum wollen, dass es viele gibt, die erkennen, ähnlich wie ich das eben für mich mit der tiefen Zeituntersuchung versuche eben zu praktizieren, die erkennen, dass die Peripherie ein viel spannenderer Ort ist, in dem die Luft freier ist, in dem man besser atmen kann, in dem es mehr Bewegungsspielraum gibt. Was nicht ausschließt, dass man gelegentliche Bewegungen durch Zentrum hindurch macht, ist sozusagen berührt, ist mit beeinflusst, aber dann den eigentlichen Ort wieder in der Bewegung, an der Peripherie nimmt. Bewegung und Peripherie, beides gehört für mich zusammen. Im Zentrum ist Ruhe, an den Rändern ist Bewegung und alle, wenn ich diesen großen Satz sagen darf, alle Revolutionen, die wir bisher auch in der Mediengeschichte ausfindig machen können, kamen aus der Peripherie und werden auch in Zukunft aus der Peripherie kommen. Im Zentrum werden keine Revolutionen entstehen. Herr Zielinski, ich bedanke mich für das Gespräch. Ich danke Ihnen.